Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den dritten Boss aus dem Schlangenschrein an, Leotheras der Blinde. Klärt zuerst den kompletten Raum, ihr benötigt nämlich mehr als ausreichend Platz. Starten wir wie immer zuerst mit den Kernmechaniken des Kampfes und schauen uns den kompletten Bossfight oberflächlich an. Der Kampf besteht aus drei Phasen und startet, sobald ihr alle drei Ads getötet habt. Erst wenn das letzte umfällt, wird Leotheras angreifbar. Jetzt begegnet er euch für 45 bis 60 Sekunden in seiner humanoiden Form. Die einzige Fähigkeit, die er in dieser Form kann, nennt sich Wirbelwind. Hierbei jagt er zufällig ausgewählten Spielern hinterher, macht bei einem Treffer jede Menge Schaden und fügt einen Dot hinzu. Anschließend kommt es zu einem Aggro-Wipe. Den Schaden des Wirbels könnt ihr via Eisblock, Segen des Schutzes bzw. Gottesschild umgehen. Der Boss wird in dieser Phase mittig im Raum getankt und der komplette Raid stellt sich drumherum auf. Lauft sofort weg, wenn Leotheras wirbelnd auf euch zurennt und gebt dem Tank anschließend Zeit, um wieder Aggro aufzubauen. Nach 45 Sekunden wechselt er in seine Dämonenform. Auch hierbei gibt es einen Aggro-Reset. Nun muss sofort ein Hexenmeister mit sengenden Schmerz Aggro aufbauen. Dabei sollte er genügend Feuerresi-Ausrüstung tragen. Einen separaten Guide dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Geht unbedingt weg von dem tankenden Hexer, da dieser Chaosschlag abbekommt, welcher rundherum Flächenschaden verursacht. Außerdem belegt er in dieser Phase 5 Spieler mit heimtückischem Geflüster. Dadurch entstehen pro Spieler innere Dämonen, welche sofort getötet werden müssen. Nur ihr könnt diese angreifen. Sollte euch das nicht gelingen, werdet ihr übernommen und könnt ab da nichts mehr tun. Beide Phasen wechseln sich nun bis 15% ab. Ab da splittet er sich in beide Formen auf. Nun macht ihr vollen Schaden mit allen Cooldowns auf die humanoide Form und tankt den Dämonen mit eurem Hexer einfach nebenbei weg. Wie erwähnt, haltet Abstand vom besagten Hexer. Der Main Tank in diesem Kampf zieht den Boss erstmal die Treppe runter und tankt ihn relativ mittig im Raum. In Phase 1 rennt ihr so schnell es geht von dem Wirbelwind weg, müsst aber dennoch schauen, dass ihr relativ nahe beim Boss bleibt, da er anschließend direkt einen Aggro-Wipe hat. In Phase 2 tankt der Hexer. Ihr könnt demnach mit Schaden machen bzw. als Druide oder Parler aufhealen. Solltet ihr den inneren Dämonen abbekommen, wechselt am besten so schnell es geht auf eure Zweihand. Zündet alle Offensiv-Cooldowns und tötet diesen. Solltet ihr der Main-Tank sein, hebt euch alle Def-CDs für die letzten 15% auf. Als Nahkämpfer habt ihr zwei Aufgaben. Überlebt den Wirbelwind und zieht keine Aggro. Greift in der Dämonenform erst an, wenn der Hexer-Tank definitiv die Aggro hat und haltet euer Aggrometer im Auge. Bei den letzten 15% zieht ihr alle Cooldowns und geht auf die humanoide Form des Bosses. Achtet nach wie vor auf den Wirbelwind. Bei Phasenwechsel in Phase 3, also ab 15%, wird der Wirbelwind direkt folgen. Die Fernkämpfer haben es hier etwas leichter. Rennt ebenfalls in Phase 1 vor dem Wirbelwind weg. Solltet ihr gut stehen, könnt ihr allerdings weiterhin Schaden machen. Der Boss ist im Wirbelwind verwundbar und der Aggro-Reset wird erst nach dem Beenden des Wirbelns durchgeführt. 3 Sekunden, bevor er zum Stehen kommt, unbedingt jeglichen Schaden einstellen. DBM ist dabei euer Freund. Ein Jäger muss außerdem nach dem Wirbelwind bzw. beim Phasenwechsel via Irreführung dem jeweiligen Tank die Aggro wieder aufschießen. Ein Hexer mit Feuerresigier tankt diesen dann. Vergesst als Warlock nicht euren Segen der Rettung wegzuklicken und spammt sengender Schmerz, was das Zeug hält. Alle anderen halten Abstand vom Hexer, da dieser mit Chaosschlag Flächenschaden abbekommt. Habt zudem immer ein Auge auf euer Aggrometer. Der Bossfight kann für die Heiler schnell sehr chaotisch werden, da durch Wirbelwind hin und wieder ein nicht berechenbarer Schaden reinkommt. In Phase 1 müsst ihr demnach viel Raid heilen, achtet zudem auf den Aggro-Wipe im Phasenwechsel bzw. nach dem Wirbel. Sollte euch in der Phase 2 der innere Dämon treffen, müsst ihr diesen sofort und so schnell es geht töten. Priester spammen heilige Pein, Paladine heben sich unbedingt die Flügel auf, benutzen am Ende Hammer des Zorns und Druiden zünden direkt ihre Baumrinde, machen ein Mondfeuer und spammen Zorn. Als Heilschamane haltet ihr euer Blitzschlagschild oben, euren Kettenblitz auf CD und spammt Blitzschlag wie es nur geht. Ab 15% müsst ihr dann nochmal so richtig pumpen. Teilt unbedingt im Vorfeld Heiler für den Hexertank ein, sodass dieser immer genügend abbekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne viel Spaß im Schlangenschrein und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.